Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin Marcel von EA Games und wir spielen weiter Horizon Forbidden West. Und wir sind hier mit Aloy unterwegs und verfolgen die Kugel von Silence. Und die führt uns hier ins Gebirge, in den Berg hinein. Und ja, das würde ich sagen. Da würde ich sagen, wir gehen da jetzt mal rein. Eine Ruine. Okay. Mal sehen, wo das hinführt. Ich schätze, Silence hat mit dieser Maschine seine Beute transportiert. Das ist doch die Kugel. Das muss die Kugel sein, in die Silence Hades steckte. Und die Tür. Sieht aus wie eine Pharaoh-Anlage. Oder Zero Dawn? Komm schon, Hades. Bist du noch drin? Sogar so bist du eine Gefahr für Gaia, wenn sie wiederbelebt wurde. Also hast du das Gaia-Backup noch nicht sichergestellt. Dann ist Gaia tot, Erde und du verloren. Trotz Fehlfunktionen, ich habe gewonnen. Dir angetan, Hades. Du wirkst so ausgehöhlt. Silence hat mich befragt. Und was hast du ihm gesagt? Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Du hast nichts davon gespeichert? Ich erinnere mich an dich. Daran, dass ich dich am Turm geschlagen habe? Okay, das bringt nichts. Silence fragte, wo er ein Gaia-Backup finden könnte. Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Klar, das wäre ja auch zu einfach. Als das geheimnisvolle Signal dich verwandelt hat, erhielten die anderen unter Funktion Gaias auch ein Bewusstsein. Du bist entkommen, als Gaia sich selbst zerstörte, aber sie auch. Wo sind sie hin? Jede Funktion ist den Koordinaten zufolge nach. Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Ein Haufen verrückter KIs, die sich sonst wo rumtreiben und sonst was anstellen. Mit seinen Kampfmaschinen tötete Festes jedes Jahr Tausende und du hast fast die Welt zerstört. Da draußen sind noch 7 Funktionen, die Ärger machen? Ein deprimierender Gedanke. Du bist deprimiert. Gut. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du einen tollen Charakter hast, Hades? Erkenne Sarkasmus. Ja, dachte ich auch nicht. Weißt du, wo Silence hin ist? Nein, er ist vor 12,8 Tagen gegangen. Vielleicht ist er... Datenfehler, Strukturen für Verhaltensvorhersage verfallen. Also weißt du auch nicht mehr als ich. Na toll. Silence hat dich nach dem geheimnisvollen Signal befragt, das dich aufgeweckt hat und dir ein Bewusstsein gab. Wer hat es gesendet?
Signal von Meistern gesendet. Und wer sind die? Meister erweckten mich, um Leben auf der Erde zu zerstören. Warum das denn? Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Weißt du, warum Silence dich in diese Ruine geschleppt hat? Silence wollte, dass du mich hier findest. Offensichtlich. Aber wieso? Was war das hier? An diesem Ort wurde... Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Er nannte es mein Totenbett. Aber du... Das werde ich wohl rausfinden, wenn ich reingehe. Es reicht. Beenden wir es jetzt. Glaubt Aloy immer noch, dass sie Gaia wiedererwecken kann? Das Leben auf der Erde retten kann? Ja, Aloy glaubt das. Dann bist du fehlgeleitet. Vernichtung unvermeidlich. Was weißt du schon davon, Hades? Du wolltest die Erde zweimal zerstören und bist beide Male gescheitert. Das Einzige, was du je vernichtet hast, warst du selbst. Und dieses Mal rettet dich keine Lanze. Das ist inkorrekt. Dreimal hat Hades Leben ausgelöscht. Was? Das weißt du noch? Ja. Daten intakt, nicht lebensfähige Biosphären wurden 2154, 2161 und 2168 aufgegeben. Und das war vor Jahrhunderten. Dazu wurdest du geschaffen. Aktuelle Biosphäre, Version 5. Es wird keine Version 6 geben. Das muss es auch nicht, denn ich werde diese retten. Massenüberholung aktiviert. Zum Aktivieren Name und Rang eingeben. Elizabeth Sobeck, Alpha Prime. Massenüberholung aktiviert. Löschprotokoll wird bereinigt. Aloy, du hast dich um Hades gekümmert. Ja. Könnte er dieses Mal vielleicht tot bleiben? Wird er. Vertraue darauf. Vertrauen? Ja, Vertrauen. Da ich das getan habe, was du nicht konntest, und das unbezahlbare Wissen von Hades extrahiert habe, kannst du darauf vertrauen, dass ich dieses Mal wollte, dass du ihn zerstörst. Also sind wir wieder bei Hologrammen angekommen. Hast du Angst, dass ich dich umbringe? Es gibt einen Grund. Und du nutzt immer noch dieselbe Spyware, die ich sehe. Also hättest du einfach rangehen können, wenn ich anrufe. Aber du wolltest wohl einfach weiter spionieren. Mir geht es schon seit Monaten nicht mehr um dich, Aloy. Ich musste Arbeit erledigen. Stundenlange Recherche. So intensiv und zeitraubend, wie sie auch für das Schicksal des Planeten wichtig ist. Ja, natürlich. Du willst einfach nur die Welt retten. Das stimmt. Der Unterschied ist nur, dass ich im Gegensatz zu dir Ergebnisse erziele. Hast du ein Gaia-Backup gefunden oder nicht? Oh ja. Ich glaube schon. Wo? Voilà. Warum glaubst du, habe ich dich hergebeten? Hinter der Luke mit Generkennung liegen Reste einer Anlage, in der das Hades-Löschprotokoll perfektioniert wurde. Ein Testkreislauf, der hunderte von Szenarien getestet hat. Alle mit einem Gaia-Backup. Das hat Hades dir erzählt? Ich musste ihn überzeugen. Aber ja.
Also, bist du bereit, das zu holen, wonach du seit 6 Monaten suchst? Oder willst du einfach mit offenem Mund da rumstehen? Hat Hades gesagt, woher das geheimnisvolle Signal kam? Das ihn aufweckte und Leben zerstören wollte? Ja, hat er. Sagst du es mir? Irgendwann, ja. Aber immer der Reihe nach, Aloy. Soweit ich weiß, musst du immer noch eine superintelligente KI namens Gaia neu starten. Ja, dieselbe Gaia, die sich vor 20 Jahren wegen des Signals zerstören musste. Das Signal wird seit Jahren nicht mehr übertragen. Es ist keine Gefahr mehr. Was, wenn es wiederkommt? Wird es nicht. Selbst wenn es, naja, die Details sind kompliziert, aber das Signal hat Hades zum Handeln gezwungen. Wenn du Hades aus den Backups löschst, ist Gaia in Sicherheit. Und jetzt hör auf zu trödeln und hol dir ein Backup. Du sagtest, du warst beschäftigt. Außerordentlich beschäftigt. Aber nicht so beschäftigt, dass du keine Zeit hattest, den Tenakt beizubringen, wie man Maschinen überbrückt. Und sie reitet. Aloy, du solltest dich nur damit beschäftigen, wie du ein Gaia-Backup bekommst. Mit mehr Konzentration könntest du eventuell sogar Ergebnisse erzielen. Du streitest es nicht ab, Silence. Verstehe es so, wie du willst. Nur damit wir uns richtig verstehen. Hades hat gesagt, es gäbe Gaia-Backups da drin. Ja, oder zumindest gab es sie. Vor 1000 Jahren. Backups, die nicht gelöscht wurden, als Ted Farrow alle Apollo-Kopien gelöscht hat. Korrekt. Hades zufolge konnte man nicht über ein Signal auf diese Anlage zugreifen. Nicht mal Ted Farrow konnte an die Daten hier. Backups. Mit kompletten Daten von Gaia und ihren Unterfunktionen. Alles für einen Neustart des Systems. Um Kontrolle über das Terraform zu bekommen, das Leben auf der Erde zu retten. Da drin? Das hat Hades gesagt. Worauf wartest du denn dann noch? In Ordnung. Ich suche in der Einrichtung nach einem Gaia-Backup. Aber damit das klar ist, Silence, wenn das wieder einer von deinen Tricks ist... Es ist eine Luke mit Generkennung, Aloy. Du bist die einzige Person, die sie öffnen kann. Wie sollte das eine Falle sein können? Wenn du mich noch einmal reinlegst, Silence, dann treffen wir uns zu unserer nächsten Unterhaltung wirklich. Obwohl du nicht viel sagen könntest, weil mein Speer in deinem Hals stecken würde. Aloy, dank mir ist alles, was du dir wünschst, was du in den letzten 6 Monaten versucht hast zu erreichen, endlich in Reichweite. Also, ich weiß, dass du als Nora-Ausgestoßene keine Manieren gelernt hast. Aber in einer solchen Situation sagt man Danke. Und dann sage ich, gern geschehen. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen in die Anlage. Oh mein Gott. Identity-Scan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zugriff gewährt. Guten Tag, Dr. Sobel. Bitte eintreten. Soll das ein Witz sein? Ich glaube, wir haben Glück. Glück? Die Tür ist völlig zerstört. Offensichtlich. Aber du kannst trotzdem hindurch. Wenn du noch etwas geduldig bist. Siehst du diese Kristalle? Die Osseram nennen sie Feuerglimmer. Sie sind brennbar. Nicht stark genug, um so eine Tür zu sprengen. Aber vielleicht stark genug, um sie etwas weiter aufzubrechen. Ganz genau. Das geht nur mit einem Anzünder. Ich schicke dir jetzt die Pläne. Um ihn zu bauen, brauchst du Maschinenteile und das Öl vom Brennkraut. Es wächst nur unter Wasser. Aber in der Nähe gibt es einen See. Die Teile sind komplizierter. Du brauchst eine Waffenspule aus der Energiezelle eines Sprungschlägers. Entferne die Energiezelle, bevor du die Maschine erlegst. Sonst zerbricht sie. Alles klar. Okay. Sammle Tiefwasser-Brennkrautöl. Okay.
Den Sprungschläger habe ich ja schon mal erledigt. Muss ja offensichtlich da nochmal hin. So, wir machen das mal so. Wir gehen erstmal dahin. Da brauchen wir nicht so viel Latschen. So. Ich habe jede Menge Waren. Das ist gut. Brennkraut. Okay, Brennkraut hätten wir schon mal. Wenn wir schon hier sind, kommen wir noch mal ein bisschen mehr davon. Tiefwasserbrennkraut erledigt. Jetzt brauche ich noch die Teile. So. Diese Maschinen sollten die Teile für den Anzünder haben. Ich sollte einen scannen. Mein Fokus zeigt mir, wo das Teil ist. Diese Beine wurden zum Springen. Okay, wo ist die Energiezelle? Ja, wenn ihr euch so mega viel bewegt, dann finde ich das auch nicht. Landesklaue. Energiezelle, okay. Die ist also da hinten. Löschwassermunition könnte sie verletzen. Umdrehen. Ah! Wie Wasser! Verdammt! Was? Dreht euch doch mal um! Okay. Sehr gut. Okay, ich habe die Teile für den Anzünder. Jetzt muss ich das Ding nur bauen. In der Nähe des Eingangs zur Anlage gibt es eine Werkbank. Mit der du an Hades rumgespielt hast? Rumgespielt? Ich habe wertvolle Daten extrahiert. Die werde ich bestimmt bald brauchen. Ach, da ist die Bergmann, okay. So.
Da. Damit sollte ich den Feuerglimmer anzünden können. Eine wirklich nützliche Kombination. So habe ich die Prozessorkugel überhaupt erst aus dem Horus gelöst. Na toll. Geh lieber einen Schritt zurück. Ich glaube, ich bin drin. Dann geh ruhig weiter. Wenn ich mehr Feuerglimmer finde, könnte ich ihn da auch benutzen. Konzentrier dich auf die Aufgabe, Aloy. So, wir schauen mal hier, ob hier noch was ist. Oh nee, aber da drin ist was. Okay. Oh mein Gott. Hier ist alles überschwemmt. Und auf der anderen Seite ist noch eine Tür mit Generkennung. Wenn es Gaia-Backups gibt, sind sie bestimmt dort. Ich muss irgendwie darüber kommen. Ja, einfach ins Wasser und dann rüberschwimmen, oder? So, warte mal. Hier können wir auf jeden Fall... springen. Okay. Wir können auch nach da springen. Okay, das war gerade nicht so gut. Okay, na komm, nochmal. Kommt mir bekannt vor. Ich kämpfe mich durch verfallene Ruinen, während du durch meinen Fokus spionierst. Da ist eine Tür. Werd nicht nostalgisch und such lieber weiter nach einem Backup. So, wir könnten auch dahin gehen. Da ist aber verschlossen. Okay, dann müssen wir wohl erstmal hier hin. Zack, zack, und hier. Könnte hier nützlich sein. Super. Super. Super, super, super. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. So, jetzt müssen wir irgendwie nach oben. Okay, wir müssen wahrscheinlich... Okay, noch checke ich das nicht so ganz. Also wir könnten da... So, ich müsste da hoch. Problem ist... Hier komme ich nicht hoch. Was denn, ey? Wie komme ich da jetzt hoch? Okay, von da aus könnte ich dahin, ja. Das Problem ist... Warte mal. Warum geht das denn nicht? Mein Gott. Okay, warte. Ah.
Sag bloß, ich muss jetzt wieder ganz im Weg latschen. Das wäre... Okay, das geht hier auch. Okay. Ja, da kommt sie ja nicht hin. Kann man zum Bögen die dann weiter können. Da komme ich tatsächlich nicht hoch. Ich kann hier nichts machen. Was soll ich denn hier jetzt machen? Da müsste ich hoch, aber... Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen ist, dass ich genau das hier jetzt mache. Okay. Ich werde so nicht weiterkommen, das geht nicht. Also es muss irgendwie hier anders gehen. Diese Leiter wäre vielleicht eine gute Idee. Diese Leiter? Welche Leiter? Die da hinten oder was? Oh Gott, ey. Vielleicht muss ich ja tatsächlich von der Seite bis da nach hinten gehen. Oh mein Gott. Okay, da komme ich nicht hoch. Ja, das kann wirklich sein. Ich muss erstmal nach da gehen. Oh mein Gott.
ich bin hier oben jetzt, okay. Die Tür ist zu. Aber daneben ist irgendein Gerät. Eine Energiezelle. Hat geklappt. Was war das für ein Raum? Da scheint noch eine Konsole zu sein, die Energie braucht. Die Konsole ist abgeschaltet. Das sieht aus wie das Gerät in dem anderen Raum. Vielleicht hilft mir die Energiezelle. Kann mein Fokus hier etwas sehen? Mein Freund. Vorbote der Endzeit. Was gibt es denn? Die Modifikation der Einsiedlerspinne. Die separaten Speicher für die Gaia- und Hadesmuster. Tja, das wird viel zu teuer. Ich werde die Tests des Hades-Protokolls nächste Woche ins Hauptquartier von Zero Dawn verlegen. Nur mit der Ruhe, Mann. Lass es mich mal ganz einfach erklären. Baby Hades ist ein fieses kleines Ding. Und es muss in seiner Wiege bleiben. Ein Fehler. Und es unterbricht jeden Datenfluss und jede Stromleitung. Deshalb ist dieses dunkle, gruselige Loch perfekt. Sehr schwierig, ein unerlaubtes Signal rauszuschicken, damit die Cyber-Atomwaffen hier nicht einfach davonfliegen können. Zum Beispiel Draxnet 4. Ich glaube, die Jungs nannten das den Moldavian Brain Hack. Das war ein Projekt der Freigabe Stufe 9. Ah, du dachtest, deine Leute hätten alle Spuren verwischt? Tja, der alte Trev hat genau hingeguckt und noch welche gefunden. Nein, Hades wird bleiben, wo er ist. Bis dann, Teddy. Wenn dieser Ort von der Außenwelt isoliert war, sind eventuelle Gaia-Backups nicht gelöscht worden.
Sicher vor Ted Farrows Versuchen, Gaias Apollo-Datenbank auszulöschen. Okay, Freunde, wie es dann weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Episode. In diesem Sinne, danke nochmal und ciao.